und gelebter Frieden. Warum in einem kleinen Dorf im Negev Juden und Araber gut miteinander können. Der Staat Israel zählte im Jahr 2020 9,2 Millionen Einwohner, davon 6,8 Millionen Juden und fast 2 Millionen Muslime. Knapp eine halbe Million Einwohner gehören anderen Religionen an, wie Christen oder Drusen. Innerhalb der israelischen Bevölkerung aber gibt es sehr viele unterschiedliche Positionen und Meinungen, nicht nur religiöse und ethnische. Israel ist jung und Kinder sind überall. 28% der Bevölkerung sind jünger als 14 Jahre. Im Schnitt bringt jede Frau 3 Kinder zur Welt. Damit hat Israel die höchste Geburtenrate in der westlich orientierten Welt. Einige sprechen hier von einem demografischen Wettlauf. Welche Bevölkerungsgruppe hat in Zukunft die Macht? Doch es gibt Orte, die Hoffnung machen, wo Junge und Alte, Juden und Araber an einem Strang ziehen. Wir blicken in ein kleines Dorf in der Negerwüste. Der 5-jährige Azaria kam mit Down-Syndrom zur Welt, mit Epilepsie und chronischer Lungenschwäche. Seine Mutter Miko ist orthodoxe Jüdin. Sein Physiotherapeut Mohammed, arabischer, muslimischer Israeli. Mohammed arbeitet die ganze Zeit mit ihm. Azaria ist ein glücklicher Junge. Ohne Mohammed hätte er sich nicht so gut entwickelt. Mohammed ist ein Mann, der an die Würde des Menschen glaubt. Mein langfristiges Ziel ist es, dass Azaria einmal selbstständig laufen kann. Das kostet Zeit und Kraft, aber ich bin mir sicher, dass er es schaffen wird. Er ist ein toller Junge. Muslime, Juden, Christen, sie alle verbindet hier ein Ziel, Menschen mit multiplen Behinderungen zu helfen und ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen. In dieser ganz besonderen Einrichtung, die längst zu einem kleinen Dorf angewachsen ist, mit eigenem Swimmingpool, einer kleinen Ranch. Alles auch zu Therapiezwecken. Adi Negev liegt in der Negev-Wüste und wurde von einem Mann gegründet, dessen Lebensgeschichte so ungewöhnlich ist wie die Einrichtung, die er ermöglicht hat. Doron Almog, ein israelischer General. Sein Sohn Eran hatte Autismus und multiple Behinderungen. Er wurde 23 Jahre alt, verstarb im Februar 2007. Zu meiner wichtigsten Lebensaufgabe wurde es, für Eran ein liebevolles Umfeld zu schaffen und dafür zu sorgen, dass er die bestmögliche Behandlung bekommt. Und ich merkte, dass ich dafür auch die israelische Gesellschaft verändern musste. Ich wollte, dass sie weniger diskriminierend und arrogant mit Menschen mit Behinderungen umgeht. Auch für ihn selbst zählte als Militär in jungen Jahren vor allem Stärke und Durchsetzungskraft. So war Doron Almog bei der in Israel legendären Befreiung von 105 israelischen Geiseln auf dem Flughafen von Entebbe in Uganda 1976 dabei. Selbst als einer der Helden von Entebbe gefeiert, merkte er nach der Geburt seines Sohnes schmerzhaft, wie schwer sich die israelische Gesellschaft mit Menschen paart, die aufgrund einer Behinderung nicht in das Bild eines jungen, starken Staates passten. Und dann habe ich mich in die Position meines Sohnes versetzt. Es war, als sagte er, lieber Vater, beurteile die Welt künftig bitte nicht mehr von oben herab als General. Bewundere nicht länger nur diejenigen, die viel Kraft haben und auf deren Befehl 1000 Soldaten hören, sondern versuche die Welt mit den Augen der Schwächsten der Gesellschaft zu sehen. Deshalb habe ich dieses Dorf gebaut, das für diese Menschen den bestmöglichen Mikrokosmos von Liebe bietet. Miko und ihr Sohn sind Tagesbesucher. Dass Azaria hier betreut wird, ermöglicht es der Mutter von 9 Kindern, noch zeitweise als Pilates- und Hebräischlehrerin zu arbeiten. Andere leben in Adi Negev. Die Erwachsenen haben die Möglichkeit, in einer Werkstatt zu arbeiten. Betreut werden sie auch von jungen Freiwilligen aus Deutschland. Anna Pfeifers Zeit endet gerade. Was sie hier auch erlebt hat, die Eskalation zwischen der Hamas in Gaza und der israelischen Armee. In Adi Negev ist dies besonders bedrohlich, denn das Dorf liegt in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens. Hier im Süden Israels gab es Tage, da sind die Menschen dutzende Male in die Bunker gerannt. Trotz dem Krieg, den wir hatten, waren die Mitarbeiter in einer Herzlichkeit zusammen. Und wie Sie auch gesagt haben, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Religionen. Und das ist für mich ein Ort, der zeigt, dass Toleranz und dass diese ganzen Werte, dass sie möglich sind. Das Wüstendorf hat sich zu einem der wichtigsten Arbeitgeber für die Menschen in einer Region entwickelt, die sonst eher wirtschaftlich schwach ist. Es bietet hunderte sichere Jobs. Ich arbeite Seite an Seite mit Moslems und mit religiösen Juden. Und dabei lernst du, dass die Religion, die du praktizierst, nicht wichtig ist. Es kommt auf dein Herz an. Auch der Physiotherapeut Mohammed, der sich unbedingt wünscht, dass Azaria irgendwann auf eigenen Füßen stehen kann, sagt, in Adi Negev haben wir keine Religion. Wir arbeiten immer nur mit einem Ziel, die Situation der Kinder zu verbessern, damit sie Fortschritte machen. Ich sage immer, wir könnten hier auch ein landesweites Vorbild für Koexistenz sein. Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, Seite an Seite mit Säkularen und Gläubigen unterschiedlicher Religionen, aber alle im Glauben an die Würde der Menschen. Für viele Menschen ist das Schürfen nach Bodenschätzen oft die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Die Bedingungen sind hart, die Gewinne oft gering. Unser Reporter Stefan Möhl hat einiges auf sich genommen, um die Goldsucher im Chimanimani-Nationalpark in Mosambik zu finden. Hier prallen der Kampf ums Überleben und der um den Schutz der Natur aufeinander. Die scheinbare Idylle im Chimanimani-Gebirge trügt. Das weiß Antonio Ngovene nur zu gut. Er ist mal wieder illegalen Goldsuchern auf der Spur.
Eigentlich sind die Bäche hier klar, dieser nicht. Irgendwo flussaufwärts muss also eine illegale Mine sein, mitten im Nationalpark. Seine Ranger nehmen deswegen jeden Goldgräber fest, den sie erwischen. Wisst ihr nicht, dass das hier ein Naturreservat ist? Nein, keine Ahnung, ich bin erst gestern angekommen. Wisst ihr nicht, dass das verboten ist? Nein, wusste ich nicht. Ein Freund hatte mir gesagt, dass wir kommen sollen. Ah, er wusste es also nicht. Ja. Wo sind die anderen Mosambikaner? Die Ranger sehen die Goldgräber, Garimpeiros genannt, zum ersten Mal und rufen die Polizei. Eine Haftstrafe droht aber nur Wiederholungstätern, denn der Nationalpark möchte die Goldgräber für sich gewinnen. Wenn wir Leute zum ersten Mal finden, machen wir Aufklärungsarbeit. Wir reden mit ihnen über die negativen Auswirkungen des illegalen Goldgrabens. Und dann sprechen wir auch über Alternativen und Chancen, zum Beispiel im Tourismus und den Entwicklungsprojekten im Bereich Ackerbau oder Naturschutz. Die Garimpeiros sind für den Park ein ernstes Problem. Zigtausende haben 2019 ihre Häuser und Einkommen durch den Zyklon Idai verloren und suchen jetzt mit einfachsten Mitteln nach Gold und Edelsteinen. Die Folgen dramatisch. Wälder werden abgeholzt, giftiges Quecksilber verseucht die Gewässer. Nun steuert der Nationalpark gegen und schafft andere Perspektiven. Gilberto Cibata ist einer der ersten Teilnehmer im Projekt Biojobs. Er wurde zum Tierarzt ausgebildet und hilft, das Vieh vor Krankheiten und Parasiten zu schützen. Zusammen mit der Organisation Moss Bio schafft der Park so neue Jobs für Menschen in der Pufferzone, einem geschützten, aber bewohnten Gebiet, das an den Park grenzt. Bevor Cibata Tierarzt wurde, war auch er ein Goldschürfer. Nun ja, vorher hatte ich das auch getan, aber dann sind mir Zweifel gekommen. Ich habe verstanden, dass man nicht immer Goldgräber sein kann. Je mehr ich rausnehme, desto weniger gibt es, bis es ganz erschöpft ist. Und wenn es gar nichts mehr gibt, wovon soll ich dann leben? Deshalb habe ich als Tierarzt angefangen und die Arbeit ist die Mühe wert. Seit 2017 hat der Park hunderte Jobs in der Landwirtschaft geschaffen, vom Bio-Kaffeeanbau bis zur nachhaltigen Imkerei und Viehwirtschaft. Für viele ist das Gold aber immer noch verlockender. Immer neue Minen entstehen. Diese hier versperrt einen Wanderpfad der Elefanten am Rande des Parks. Ein Team des Ministeriums für Ressourcen und Energie ist vor Ort. Kürzlich haben Polizisten die Garimpeiros vertrieben und ihre Siedlung abgebrannt. Der Generalinspekteur des Ministeriums, Obete Martini, möchte sicherstellen, dass die Mine geschlossen bleibt. Gleichzeitig will er den Bergleuten ein Angebot machen. Wir möchten, dass die Leute hier weiterhin Gold fördern, aber in einer organisierten Art und Weise, die ihnen und der Regierung nützt. Und zwar, wenn sie sich zu Kooperativen zusammenschließen. Wir haben ein Programm, das Bergleuten hilft, ihre eigenen Kooperativen zu gründen. Außerdem bringen wir ihnen Methoden bei, wie sie besser und umweltschonender arbeiten können. Wie das aussieht, sieht man in Cecera, einer von 5 Bergbaukooperativen in der Provinz Manica und der einzigen innerhalb der Pufferzone des Parks. Jeder Mosambikaner darf Mitglied werden, muss aber ein Drittel des Erlöses als Steuern und Gebühren abgeben. Das Gold wird legal gefördert und verkauft. Die Steuern sind abgesichert. Einfache Werkzeuge wurden vom Ministerium gestiftet. Einige Bergleute benutzen aber auch hochgiftiges Quecksilber, um Goldstaub aus dem Schlamm zu binden. Für Vorstandsmitglied Eliseo Makumba ein notwendiges Übel, denn die Illegalen scheren sich nicht um Umweltauflagen und drücken den Preis. Wir als Kooperative haben das Nachsehen. Warum? Wir müssen mit den Leuten zusammenarbeiten, müssen sie registrieren, die Arbeit überwachen, wir müssen das Finanzamt, die Regierung bezahlen. Wenn es ein Problem gibt, sind wir dran. Zum Beispiel, wenn einer unserer Mitglieder einen Unfall in der Mine hat, müssen wir ihn zum Krankenhaus bringen. Da mit den Illegalen zu konkurrieren, ist sehr schwer. Antonio Ngovene trifft einen der 15 Imker, die der Park und Moss Bio unterstützen. Er ist geteilter Meinung über Cecera. Der Einsatz von Quecksilber ist ein grober Verstoß gegen die Auflagen. Gleichzeitig hat die Kooperative hunderte Garimpeiros davon abgehalten, im Park nach Gold zu suchen. Eine weitere Kooperative möchte Ngovene aber nicht hier haben. Lieber spricht er vom Erfolg der nachhaltigen Landwirtschaft, von der er sich mehr erhofft. Mit den Landwirtschaftsprojekten wie den Honigbienen konnten wir die negativen Auswirkungen der Menschen auf die Umwelt um fast die Hälfte reduzieren. Momentan stellen wir zum Beispiel fest, dass die Abholzung der Wälder abnimmt. Diese Erfolge sind auch bitter notwendig. Die Mine im Elefantenkorridor, die die Polizei abgebrannt hatte, ist am nächsten Tag wieder voll aktiv. Die Garimpeiros werden auch nicht aufhören, nach Gold zu suchen. Die Not ist einfach zu groß. Wenn die uns verbieten, hier zu graben, werden die ganzen Leute doch verhungern. Mit dem Bergbau können wir wenigstens etwas Essen kaufen und die Schulgebühren bezahlen. Die Goldsucher werden weiter auf eigene Faust suchen. Das ist zwar gefährlicher, aber auch lukrativer für sie. Sie sind klein und aus Plastik. Sachets, das sind Mini-Verpackungen. Dumm nur, dass diese Plastiktütchen ziemlich schnell auf dem Müll landen, unverrottbar. In unserem Web-Special begleiten wir so ein Tütchen, von der Rohstoffgewinnung bis zu seinem Ende als Abfall.
Wir erfahren, warum es immer mehr Sachets gibt und warum sie so ein Riesengeschäft sind und für die Umwelt ein Desaster. Schauen Sie rein unter dw.com/plastik. Eines der Länder, das die Corona-Pandemie besonders getroffen hat, ist Brasilien. In dem größten Land Lateinamerikas haben sich, so die offiziellen Zahlen, über 22 Millionen der 210 Millionen Landesbewohner mit dem Virus infiziert. Mehr als 600.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, einer der höchsten Todeszahlen der Welt. Neben den gesundheitlichen Folgen kommen oft wirtschaftliche hinzu. Doch manchmal macht die Not auch erfinderisch. Beim Pflücken ihrer Biobaumwolle fühlen sich die Frauen aus Vale do Jequitinhonha ihren Vorfahren ganz nahe. Sie ernten und singen die alten Lieder genauso wie früher die Sklaven. Auch jetzt, während der Pandemie. Die Viruskrise war schwierig für uns, denn wir konnten nicht durchgehend gemeinsam ernten und singen. Jetzt wurden wir immerhin geimpft und machen weiter, weil wir geschützt sind. Viele in der Region schämen sich für ihre Abstammung von Sklaven. Für diese Frauen ist es aber ein wichtiges Erbe. Die Tradition und die Kultur von früher wollen wir bewahren. Bislang gelingt uns das. Ich bin glücklich, dass wir noch immer genau so ernten wie unsere Vorfahren. Vale do Jequitinhonha liegt im Hinterland des Bundesstaats Minas Gerais. Seit jeher eine trockene, arme Gegend. Ihre Baumwolle befreien sie erst von Samen, um sie anschließend zu spinnen, auch das per Hand. Wir stellen alles her. Betttücher, Geschirr und Handtücher, auch die Anzüge für unsere Männer. Das alles weben seit jeher wir Frauen. Manchmal spinnen 15 Frauen gleichzeitig. Zu Beginn der Pandemie war jedoch der Verkauf ihrer Webstoffe eingebrochen. Ein Problem für die Spinnerinnen in Vale do Jequitinhonha. Sie mussten irgendwie Geld verdienen. Auf die Lösung kamen sie bei der Arbeit an den Aroeras-Bäumen, deren Rinde sie zu einem Farbstoff verarbeiten. Wir machen ja alles mit Freude. Wenn jemand traurig ist, dann singen wir, um die Stimmung zu heben. Mit dieser Tradition geht es uns besser. Mit guter Laune kommen auch Ideen. Sie starten im Internet eine Kampagne. Ihr Gesang soll helfen, den Verkauf anzukurbeln. Genauso wie ihre Traditionen, das Spinnen per Hand, das Färben mit der Aroeira-Rinde und vor allem ihre uralten Liedverse. Uns fiel ein, dass wir unsere Lieder verkaufen könnten. Damit sind wir erfolgreich und kommen gut durch die Pandemie. Und ihre Idee zündet. Viele Männer melden sich per Sprachnachricht, bestellen Stoffe für ihre Frauen und dazu ein gesungenes Gedicht. Melancholische Verse vom Leben auf dem Land gehen jetzt per Sprachnachricht an die Beschenkten. Der Erfolg stellt sich sofort ein. Sogar Menschen aus Deutschland, Frankreich und Portugal bestellen Stoffe und Gedichte von den Nachfahren der Sklaven aus Vale do Jequitinhonha. Mehr als 700 Stoffe haben sie bislang verkauft, ein Vielfaches mehr als früher und dazu 7000 gesungene Gedichte. Das macht uns richtig glücklich. Dass wir jetzt Stoffe nähen, die wir dann sogar ins Ausland versenden, lässt mein Herz vor Freude hüpfen. Unsere Stickereien werden von Ausländern geschätzt. Wie schön, dass wir jetzt so viel verkaufen, weil es den Menschen gefällt. Tradition und Dichtkunst, ein Verkaufsschlager. Mittlerweile haben die Frauen aus dem Vale de Jequitinhonha jede Menge zu tun. Immer neue Aufträge trudeln ein. Stets mit der Bitte um ein Lied für die Beschenkten, zum Beispiel für den Partner am Tag der Verliebten. Dann geht wieder ein Päckchen auf Reisen, zum Beispiel nach Rio de Janeiro. Zu Daisy Posato, die von ihrem Ehemann ein Geschenk zum Geburtstag bekommt. Zur Überraschung gehört auch ein gesungenes Gedicht, extra für sie geschrieben. Daisy, du wirst geliebt und bist gut zu allen Menschen, lautet diese Strophe, die ihr zu Herzen geht. Das ist schön, ein Gedicht per Post. Mein Mann hat Ihnen Anregungen dazu gegeben. Ich stelle mir jetzt vor, wer diese Frau ist, die mir das geschickt hat. Und wie sie das singt. Diese Frau sitzt 1000 Kilometer entfernt auf einem Stein und sendet bereits das nächste Gedicht mit ihrem Handy. Gesungene Freude, gerade während der Pandemie ein besonderes Geschenk, auf das viele Menschen weltweit geradezu sehnsüchtig warten. Denn die alten Sklavenlieder, sie tragen Hoffnung in sich, gerade in schwierigen Zeiten. Ich als Dorfälteste fühle mich glücklich, dass unsere Kultur jetzt so geschätzt wird. Für die Frauen im Vale do Jequitinhonha hat die Pandemie durchaus Vorteile gebracht. Und das mit gesungenen Gedichten. I am. A Global Teen. Unser Global Teen, dieses Mal aus Südafrika.
Mein Name ist Mbali Beleko, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Kapstadt in Südafrika. Meine Mutter ist Hausangestellte und mein Vater arbeitet auf einer Baustelle. Ich gehe sehr gern zur Schule, aber ich mag es nicht, morgens früh aufzustehen. Meine Lieblingsfächer sind Afrikaans und Buchführung. Ich liebe Afrikaans, denn ich war auf einer afrikaanssprachigen Grundschule. Seither spreche ich es fließend und ich bekomme sehr gute Noten. Mein Name ist Mbali Beleko, ich bin 18 Jahre alt und ich wohne in Kapstadt an der Westkap. In meiner Freizeit mache ich gerne Gymnastik. Es ist der beste Sport, den es gibt. Er macht mich ruhig und gelassen. Immer wenn ich mich gestresst fühle, gehe ich ins Studio und mache ein bisschen Gymnastik. Ich möchte einmal Medienwissenschaften studieren. Eine meiner anderen Möglichkeiten ist eigentlich Buchhalterin, aber Medien interessieren mich mehr. Ich hoffe, eines Tages im Ausland studieren zu können, dort einen Job zu finden und eine erfolgreiche, unabhängige Frau zu werden. Die großen Herausforderungen für die Welt sind vor allem die Armut und der Mangel an Wohnraum. Viele Menschen haben es schwer und müssen hungern. Vielleicht könnten andere politische Parteien das ändern, wenn wir ihnen eine Chance dazu geben. And see if what change we can bring. Ja, ich glaube, mein Leben ist heute viel besser. Denn als meine Großeltern noch lebten, war es noch die Zeit der Apartheid. Sie hatten damals nicht die Möglichkeiten, die ich heute habe. Ich habe es heute viel besser. Das war Global 3000. Schön, dass Sie dabei waren. Ob Kritik oder Lob, schreiben Sie uns an global3000@dw.com oder schauen Sie auf unsere Facebook-Seite dw Global Ideas. Machen Sie es gut. Tschüss.